So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Mittwoch, den 22. Dezember 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir heute zum letzten Mal tatsächlich in diesem Jahr 2021 einen Blick auf die Märkte uns gönnen. Es ist das letzte Morning Meeting in diesem Jahr. Und deswegen will ich jetzt gar nicht einleiten mit, was wir uns heute alles anschauen. Das werden wir gleich im Folgenden machen, sondern ich möchte an der Stelle einfach gleich vorweg vielen Dank sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für eure Treue, vielen Dank für die tollen Fragen, vielen Dank für die tolle Interaktion, die aus den Ausführungen hier im Morning Meeting zum Beispiel dann über Twitter stattgefunden haben, über das Forum stattgefunden haben, über die Mail stattgefunden haben, über Discord stattgefunden haben. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, dass wir gemeinsam ein ebenso tolles Jahr 2022 miteinander verbringen dürfen, zumindest in Bezug auf die Märkte. Schauen wir mal, wie sich das gesellschaftlich alles weiterentwickelt, was wir hier aktuell zu sehen bekommen. Bis dahin auf jeden Fall ist es erstmal jetzt so, dass wir schöne Weihnachten wünschen wollen und ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise unserer Liebsten, unserer Familie eben verbringen wollen, hoffentlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 dann eben tatsächlich haben und dann, ja, dann starten wir im nächsten Jahr eben tatsächlich wieder durch. Ich kann jetzt schon bereits vorwegnehmen, das erste Morning Meeting wird dann stattfinden am 3. Januar, das ist ein Montag, da werden wir gleich right into the action jumpen, also das heißt, da werden wir gleich loslegen, obwohl das ein relativ ruhiger Tag werden dürfte, denn es ist in London tatsächlich ein Bank Holiday, also das bedeutet, die englischen Märkte zum Beispiel, der britische Aktienhandel ist dort zu. Ich müsste jetzt mal wirklich schauen, wie sich das in den USA darstellt. Der Grund dafür, warum es in Großbritannien am 3. Januar erstmal verhalten bis gar nicht losgeht, sondern erst am 4., hat damit zu tun, dass der 1. Januar, der eigentlich ein Feiertag ist, wiederum an einem Samstag ist, der sowieso ein Feiertag wäre. Und dann schieben die den eben auf den nächsten Werktag und an der Stelle ist dann eben der 3. Januar geschlossen in den europäischen, nicht im europäischen Markt, im UK-Markt. Europa hat offen, der DAX hat auch offen, aber nichtsdestotrotz sei das an der Stelle ganz kurz eingeworfen. Wird ein ruhiger Start, aber nichtsdestotrotz, wir starten dann vom 3. Januar eben entsprechend durch. Und ja, soweit der Einführung. Also, wie gesagt, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und jetzt schauen wir zunächst einmal auf den Risikohinweis und dann auf die jeweils zu betrachtenden Märkte, die ich euch heute mitgebracht habe. Also, Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung und mit dem hohen Risiko einher, Schnellgeld zu verlieren, sind deswegen nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend hiervon mache man sich zunächst mit seinem persönlichen Risikoprofil vertraut, dann lade man sich eine Demo auf markets.com/de herunter, teste den Handel risikofrei und schaue, ob eben entsprechend der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet, auch von der Gefühlsperspektive her. Und wenn das gegeben ist, dann ist der Weg zum Live-Konto nicht weit. Dann habt ihr die Möglichkeit, eben bei markets.com/de auch entsprechend ein Live-Konto zu eröffnen. Darüber hinausgehend nehmen CFDs und FX-Produkten auch physische Aktien verfügbar, beziehungsweise ETFs für sogenannte Investlösungen, sogenanntes Multi-Asset-Brokerage. Schaut diesbezüglich, wie gesagt, gerne auf der Webseite vorbei, kontaktiert gerne Elena für darüber hinausgehende Fragen. Wenn ihr Fragen zu den Märkten habt, sei es jetzt hier während des Livestreams oder sei es auch darüber hinausgehend, dann, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt bei YouTube beispielsweise anschaut, nutzt gerne die Möglichkeit, unterhalb dieses Videos eure Fragen zu stellen. Kontaktiert mich gerne über Twitter, kontaktiert mich gerne per Mail, kontaktiert mich gerne über die Webseite jk-trading.com/forum. Da habt ihr dann eine Trading-Chatbox. Jetzt zwar nicht in den nächsten Tagen, aber ich werde eine vorbereiten, die dann auch die nächste Woche komplett abdeckt, wo ihr dann eure Gedanken entsprechend formulieren könnt. Und ja, soweit also zur Einführung. Wir schauen einmal hier auf die MarketsX Handelsplattform und ich räume allerdings zuvor einmal hier ein wenig auf. So, und schau mal, ob das auch alles gut gestreamt wird. Das sollte allerdings der Fall sein. Sehr schön. Also das funktioniert schon mal. Dann muss ich hier allerdings, vielleicht fällt mir gerade auf, nochmal ganz kurz was wechseln, um einmal in das Backend zu gehen, wo ich noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten habe. So. Und ja, also wird alles gut gestreamt. Das ist fein. Sollte sich das ändern, nutzt gerne die Möglichkeit, in der Chatbox mich darauf hinzuweisen. Ganz kurz vielleicht an der Stelle, ganz wichtig, ich schreibe einmal hier guten Morgen in diese, damit ihr auch wisst, wo das aufploppt. Guten Morgen, Traders. So, und jetzt stelle ich euch hier gleich mal einen Link ein. Sollte das nämlich bei YouTube nicht funktionieren, bis dato war Twitch einfach immer stabil und demnach eine gute Möglichkeit, dann auch entsprechend Fragen zu stellen oder Hinweise zu geben. Also hier ist einmal der Link zu Twitch. Ja, das wäre es einleitend gewesen. Ja, blicken wir auf den DAX, blicken wir auf die gestrigen Entwicklungen.
da wir stark abhängig sind von den US-Märkten an dieser Stelle und ganz besonders von der Rückeroberung der 4600er Marke im S&P, werden wir natürlich gleich auch einen Blick auf diesen werfen. Wir haben gestern noch während des europäischen Handels ja hier einige schwache Vorgaben eben gehabt. In diesem Zusammenhang sahen wir einen Drop zurück unter die 15.400er Marke, konnten diese dann allerdings bereits vor der US-Eröffnung zurückerobern, haben dann hier entsprechend den EMA zurückerobert und oberhalb stabilisieren können. Und im Zuge eben dieser bullischen Vorgaben seitens der US-Märkte haben wir dann auch hier einen verhältnismäßig starken Tagesschluss gesehen, oberhalb von 15.500 Punkten, was dann auch die Wahrscheinlichkeit dramatisch erhöht jetzt, dass wir oberhalb von 15.000 Punkten eben aus dem Jahr 2022 uns verabschieden. Der Handel, der wird jetzt immer dünner werden. Wir werden morgen noch wie gewohnt einen Handel sehen, aber nichtsdestotrotz wird dieser eben zunehmend ausdünnen. Und dann, ich glaube, am Heiligabend, am Freitag, glaube ich, sind wir noch geöffnet bis zur Mittagszeit. Aber da dürfte dann, wie gesagt, das Treiben sich auch im Hinblick auf den DAX eben deutlich reduziert, volatil eben tatsächlich darstellen. Ja, und in diesem Zusammenhang, wie gesagt, haben wir dann diese Inflection hier, diese orangefarbene Linie, die ich jetzt zum Thema gemacht habe, 15.400 Punkte, haben wir die zurückerobern können, durch die Rückeroberung dann auch der 4.600 im S&P. Handeln jetzt im übertragenen Sinne eigentlich auf Stundenbasis im technischen Niemandsland. Also das heißt etwas anders formuliert, zwischen 15.000 und 15.800, vielleicht 15.900 Punkten sind wir sowieso neutral. Inflection, ausgehend eben von der höheren Price Action, die 15.400er Marke. Das heißt also, solange wir oberhalb handeln, eher mit bullischer Tendenz und eher mit der Chance, nochmal einen Test der oberen Range-Begrenzung hier zu sehen zu bekommen. Also das heißt in den Jahresschluss hinein eine Aufwärtsdrift, die sich dann irgendwie hier herauskristallisiert. Aber in Summe, ja, in Summe hängen wir weiter ganz klar davon ab, was uns die US-Märkte präsentieren. Wir werden gleich sehen, dass sich jetzt ganz besonders der S&P nicht so spektakulär darstellt, weswegen ich dann auch für den DAX die Bäume hier nicht wirklich in den Himmel wachsen sehe. Einzig vielleicht die Rückeroberung des EMA 50 könnte hier dann durchaus nochmal wenigstens einen Attack auf die gestrigen Hochs nach sich ziehen. Mit einem Bruch höher nochmal ist dann vielleicht sogar ein Lauf in Richtung 15.600 denkbar. Aber alles in allem wird das wahrscheinlich ein ziemlich tristes Treiben. Auch durch den jetzt ausdünnenden Wirtschaftsdatenkalender, den wir in den folgenden Stunden haben. Wir haben heute einzig und allein, also für mich jedenfalls relevant, die Existing Home Sales. Wenn wir gleich einen Blick drauf werfen, wenn wir auf Gold schauen, beziehungsweise auf den US-Dollar. Aber in Summe ist das ein sehr, 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 sehr unspektakuläres Treiben, was uns hier wahrscheinlich dann im Blick auf den DAX eben ins Haus steht. Vorausgesetzt natürlich, es bleibt ruhig im US-Markt, wovon aber auszugehen ist. Und wenn wir Action zu sehen bekommen sollten, dann, wie gesagt, eher auf der Oberseite, nachdem wir es jetzt geschafft haben, eben die 4.600er Marke zurückzuerobern. Erneut dran, ich dupliziere einfach mal hier einen Moment. So, und damit wir dann auch die gleiche Farbe haben. So, dann machen wir mal Orange. Zack. Also das war dieser Bereich 4.600, den ich zurückerobert sehen wollte, um hier die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Attacke auf die 4.500 und somit einem Ausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal im S&P 500 eben auf der Unterseite nicht mehr gegeben zu sehen. Das ist gestern eben geglückt hier an dieser Stelle. Also das heißt, wir haben relativ zügig nach einem etwas durchwachsenen Handelsstart so, also wir starteten oberhalb von 4.600 Punkte, sahen dann zunächst einen Flush unter dieses Niveau, haben uns aber relativ zügig fangen können und sind dann in einem sehr, sehr starken Reversal, in Anführungsstrichen, ja, kann man es aber durchaus bezeichnen, deutlich über die 4.600er Marke gelaufen. Auch das wurde getragen größtenteils von sehr, sehr starken Vorgaben wieder aus dem Tech-Bereich. Der Nasdaq hat gestern, auch wenn es nicht der breite Markt war, aber einige Beaten-Down-Aktien, die eben im Wachstumsbereich tätig sind, die ja in den letzten Monaten starke Abschläge gesehen haben und diesen starken Aufwärtsdrall des Jahres 2020 haben nicht mehr fortführen können und eben in eine Korrektur dieses Jahr gegangen sind, über das gesamte Jahr sich eigentlich im korrektiven Modus wiedergefunden haben, weil sie doch so ein bisschen, wie sagt man so schön, ahead of themselves gelaufen sind. Also das heißt, so ein bisschen diesen Wachstumsaussichten doch im Zusammenhang mit den Kursentwicklungen vorweggelaufen waren. Da gab es ja durchaus den einen oder anderen sogenannten Ten-Bagger, den wir in 2020 gesehen haben. Also das heißt, wo sich die Aktienkurse teilweise fast
verzehnfacht haben. Fast, weil es nicht immer hundertprozentig Tenberger waren, aber in dem Zusammenhang, es war nicht nur Tesla beispielsweise, die da so dramatisch performt hat in 20, sondern das war beispielsweise auch eine Roku, es war eine Peloton, es war eine Zoom. Und diese Unternehmen, die haben alle einen recht starken Wachstumsausblick gehabt. Allerdings, wie gesagt, das, was du dann normalerweise zu sehen bekommst, nachdem sich solch eine starke Beschleunigungskurs eben zeigt in den Einzeltiteln, ist dann eben, dass diese sich beginnen, auf hohem Niveau stabilisieren zu präsentieren und dass dann erstmal die Earnings dieses Catch-up spielen müssen. Also das heißt, die Unternehmenszahlen, dass diese eben diese Kursentwicklung dann sich anpassen und dass über dieses Zeitraum, bis diese Anpassung stattfindet, eben eine Konsolidierung stattfindet. Und tatsächlich haben einige Unternehmen eben diesen Wachstumsausblick eher reduzieren müssen, was natürlich dann für so einen stark gelaufenen Wachstumstitel eher katastrophal schlecht ist. Wobei Tesla eine Ausnahme ist. Und das hatten wir oft gesagt. Wir werden gleich auch auf den Bereich dann tatsächlich schauen. Es ist eine unglaublich starke Reaktion gegen die 900er-Region. Und wir sind auch jetzt wieder dabei, ein Gap-Up eben zu produzieren. Aber kommen wir erstmal zurück zu den übergeordneten Bildern und zu den Indizes. Also sehr, sehr starke Gegenbewegung im S&P. Auch eine sehr, sehr starke Gegenbewegung im Nasdaq, die wir dort zu sehen bekommen haben. Und was jetzt so ein bisschen die Frage ist, heißt eben, ob wir dann vielleicht jetzt mit etwas Verzögerung dann diese Santa Claus Rally zu sehen bekommen. Also diese kleine Jahresendrally, von der ich ja schon vor einiger Zeit sprach und wo dann wiederum so die Big Tech Names, also ganz besonders allen voran Apple, ausgehend von seiner hohen Marktkapitalisierung, aber auch Google, Amazon beispielsweise, ob die vielleicht, allen voran allerdings Apple, weil Apple sehr stark gelaufen ist in jüngerer Zeit, ob die vielleicht eben jetzt durch so ein eingesetztes Window Dressing, in den Jahresschluss hinein eventuell dann doch nochmal die Long-Seite befeuern. Also das hängt so ein bisschen davon ab, das müssen wir mal abwarten, ob da eben ein Impuls geliefert wird. Sollte er dann in dem Zusammenhang hier dazu führen, dass der S&P über, ich würde mal sagen, so im Bereich 4670, 4680 sich hinweg bewegt, dann könnte es sogar noch was, wenn auch in einem dünnen Umfeld, aber mit einer Aufwärtsdrift in Richtung der Allzeithochs eben werden. Das wahrscheinlichste Szenario ist aber wahrscheinlich, dass wir hier seitwärts austoppen oder nicht austoppen, das ist die falsche Formulierung, auspendeln. Auspendeln, austoppen nicht wirklich, denn dann mit Beginn des kommenden Jahres könnte durchaus nochmal eine ernsthafte Attacke eben hier auf die Allzeithoch stattfinden, 4750, mit auch entsprechend dann weiterem Aufschlagspotenzial, was uns vielleicht sogar im ersten Handelsmonat dann im Januar, sofern es ruhig bleibt, alles noch abzuwarten, aber nichtsdestotrotz mit einem Ausbruch höher würde durchaus die 5000er-Region ein anzuvisierendes Ziel werden. Warum bin ich trotz dieser ganzen Skepsis weiter bullish? Das hat sich im Gegensatz zu gestern natürlich nicht verändert. Ich bin weiter erstaunt bezüglich dieser sogenannten Resilience, also dieser Widerstandsfähigkeit gegen all diese Unruhen, die reinkommen, Omikron eben, mit Folge dessen jetzt Lockdown und was weiß ich nicht, was alles, dass eben diese Unsicherheit komplett weggeatmet wird, eigentlich im Großen und Ganzen. Also die Attacke, ja, ein bisschen Bearishness, ein bisschen Volatilität kam hier dann im Anschluss an das Thanksgiving am Wochenende auf, zu Beginn des Monats im Dezember. Und wir haben die Attacke auf die 4500 gesehen, aber es kam eben zu keinem Follow-through auf der Unterseite, sondern stattdessen haben wir eben diese Aufwärtstrendkanalbegrenzung und da, oder diese Trendlinie dann auch in dem Fall, ein bisschen spezifischer gesprochen, halten können. Und sehen eben dann auch eine sehr starke Gegenbewegung, sogar mit marginal neuen Allzeithochs, die wir noch letzte Woche markiert haben. Natürlich gab es jetzt wieder ein kleines Einknicken, so ein Überrollen hier an dieser Stelle, aber nichtsdestotrotz halten wir uns auf hohem Niveau, wenn auch aktuell choppy, aber das ist ein Zeichen einfach von Widerstandsfähigkeit, welches eher dafür spricht, dass im Gesamtkontext, im gesamtübergeordneten Umfeld, welches sich long präsentiert, eher der Ausbruch auf der Oberseite eben wahrscheinlich ist. Und das bleibt so lange der Fall, wie wir halt innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals uns präsentieren. Also sprich anders formuliert, sollten wir jetzt hier überrollen und sollten wir dann unter 4500 Punkte brechen, dann wäre das natürlich ad acta zu legen, dieses bullische Szenario. Aber solange das nicht gegeben ist, würde ich eher davon ausgehen, dass wir eben zumindest zu Beginn des kommenden Jahres eine ernsthafte Attacke nochmal auf die Allzeithoch sehen und dann vielleicht sogar den Bruch höher uns darauf vorbereiten sollen. Kurzzeitig jetzt hier erstmal nach der Rückkehr unter 4,6, so 4,670, 4,8, ja, 4,680 ungefähr, so ein Bereich, den wir anvisieren könnten. Man sieht allerdings ausgehend eben vom Umstand, dass das vielleicht 40 Punkte maximal sind. Das sind keine Riesenschwankungen, die wir jetzt in den Jahresschluss hinein erwarten sollten. Aber wenn, dann eher Aufschläge auf der Oberseite, was mich eben auch alles in allem für den DAX eher positiv stimmen lässt. Und wie gesagt, oberhalb von 15,5 uns vielleicht nochmal in Richtung der 15.600er Region eben tatsächlich führt. So, ja, das also zum übergeordneten Bild. Ganz kurz hier einmal der Blick auf den Nasdaq. Natürlich stark positiv korreliert zum S&P, also das bedeutet jetzt an der Stelle,
haben wir jetzt hier einen Flush auf der Unterseite zunächst zu sehen bekommen, der dann allerdings sehr stark zurückgekauft worden ist. Und wo wir jetzt dann gestern tatsächlich infolge dieses Reversals fast 400 Punkte und im Bereich der Tageshochs geschlossen haben. Auch hier sehen wir eine Konsolidierung auf hohem Niveau, nicht ganz so. Ja, nicht ganz so bullisch kann man eigentlich sagen. Also immer noch bärenstark, einfach eine bärenstarke Performance. Solange wir uns oberhalb hier von eben 15.000, diesem Bereich 15.500 Punkten halten können und diese Attacke sahen wir eben hier jetzt, mal gucken, was war das für ein Tag? Vorgestern, ne? 22. Ja, Dienstag. Nee, Montag zum Wochenstart haben wir diese Attacke gesehen, konnten diesen Bereich halten. Sehr, sehr starke Reaktion. Da kam nochmal, wie gesagt, dieser stärkere Flashout-Moment und dann eben diese starke Gegenbewegung. Das ist eine ultra starke Reaktion gewesen, einfach gegen diese Reaktion. Die zeigt, dass die Bullen auch mindestens in den Jahresschluss hinein weiter die Kontrolle einfach haben. Hier ist allerdings die Reflection noch nicht rausgenommen worden. Deswegen vielleicht da so ein bisschen meine Zurückhaltung. 4.600 im S&P und hier dieser Bereich, das ist so der, ja, vielleicht rund gesprochen, die 16.000er Region. Wenn wir die rausnehmen können, wenn es gelingt, eben hier im Nasdaq diesen Bereich rauszunehmen und auch zu halten, dann wäre das nicht nur der Door-Opener nochmal für Aufschläge, die uns bis 16.400 führen könnten, vielleicht auch tatsächlich schon in den kommenden Tagen. Also dünnes Umfeld und wie gesagt, Window Dressing, Apple an der Stelle eben im Nasdaq natürlich mit entsprechendem Gewicht ausgestaltet und so weiter, dass das eben dazu führen könnte, diese Attacke auf den Weg zu bringen, sondern vielleicht ist das sogar dann der Dorp nur für einen relativ starken Jahresbeginn, der gleich mit neuen Allzeithochs uns eben dann aufwartet zum Jahresstart. Das gilt, wie gesagt, solange wir hier oberhalb uns von 15.500 Punkten stabilisieren können. Und ja, also erstes Ziel ist jetzt erstmal die 16.000er Region. In Bezug auf die Qs müssen wir das vielleicht mal auf den Equity-Bereich ein bisschen anpassen, weil der Indexstand ist ein bisschen anders. Da ist die Zusammensetzung eine leicht andere. Machen wir ganz kurz Folgendes, ich mal 30 Minuten. So. Konstellation ist natürlich sehr ähnlich. Das damit korrespondierende Niveau ist ungefähr die 3,90, würde ich mal sagen. Ja, 3,89, 3,90. Also hier ausgehend von diesen Hochs. Das wäre also das Pendant zur 16.000er-Region in den Qs, wenn wir diesen Bereich halten können, 3,89 bzw. 3,90, dann wäre das der bullische Treiber, der uns in Richtung der 400er Region hier führen dürfte auf der Oberseite. Und ja, das sind also die Key Level in den Indizes, die wir uns anschauen sollten. Wie gesagt, S&P heute Nachmittag 4,670, 4,680 als Ziel auf der Oberseite. Im Falle der Qs, die sind vielleicht nochmal ein bisschen interessanter an der Stelle, eher so der Bereich 400 in den Qs, beziehungsweise eben der 16.000er Region, dann im Nasdaq. Und sofern diese bullischen Vorgaben gegeben bleiben, sind natürlich dann auch besonders Wachstumstitel, besonders jene mit solch einem starken Wachstumsausblick wie beispielsweise Tesla hier, Kandidaten, auch wenn die Korrelation nicht zwangsläufig hundertprozentig positiv ist. Das ist ganz wichtig. Also wir sollten an der Stelle nicht den Fehler machen zu sagen, wenn die Qs positiv performen, dann performt auch Tesla positiv. Aber das könnte diesmal Hand in Hand gehen, weil dann auch vielleicht dann genau dieser Aspekt zum Tragen kommt, den ich ja schon seit geraumer Zeit eben zum Thema gemacht hatte, nämlich wo ich sagte, dass Tesla oder an der Wall Street einfach einen unglaublich starken Wachstumsausblick hat und vielleicht sogar etwas, nicht nur etwas underweight, sondern underweight in diversen Portfolios sich wiederfindet, sondern ergänzend hierzu eben auch der Wachstumsausblick, den wir in 2022 erwarten sollten. Oder das, was kommuniziert wird, viel zu konservativ ist im Zusammenhang mit dem, was Tesla in der Lage ist, eventuell an Zahlen zu liefern. Nach dem, was jetzt an Informationen beispielsweise aus China gekommen ist oder auch im Hinblick auf die Gigafactory Berlin, Texas und dergleichen. Also das ist etwas, was nicht unterschätzt werden sollte, dass da vielleicht doch nochmal einiges an Bullishness vielleicht kommen könnte. Und wir haben jetzt eine erste starke Reaktion gesehen, und zwar hier gegen diese Aufwärtstrendlinie. Also in der Tat ist es so, wir haben hier die 900er-Region gestern kurz attackiert gesehen, relativ zügig zum Open, und haben dann eine sehr starke Reaktion zurückgesehen und haben im Bereich der Tageshoch schließen können. Das ist insofern ganz interessant, weil gestern nochmal über den Ticker lief. Das hatte dann, oh, ich guck mal ganz kurz, ich glaube, der Gary Black war das. Der hatte das, glaube ich, eingefangen gehabt. Der hatte nochmal zum Thema gemacht, dass da nochmal eine Verkaufswelle begünstigt wurde durch
Elon Musk, der ja in diesem Zusammenhang Minuten. Ja, also man kann das hier schon sehen. Also, das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ist das nicht so erhellend. Aber was ich interessant finde, ist eben diese ganz konkrete Aufschlüsselung dieser Verkäufe, die Musk auf den Weg gebracht hat. Also, er hat hier im Zusammenhang mit eben seiner Steuerlast Aktien verkaufen müssen, beziehungsweise Aktien, die ausgeübt worden sind, infolge derer eine Steuerbelastung, glaube ich, von 11 Milliarden, 15 Milliarden, ich weiß es gar nicht genau, was die Zahl war, auf jeden Fall absurd hoch. Wenn man die als Person klassifizieren würde, dann wäre es wohl so, dass das, was Elon Musk dieses Jahr an Steuern zahlt, wohl ausreichen würde, diese Person, sofern diese Person, die das Einkommen eben widerspiegeln würde, oder beziehungsweise nicht das Einkommen, sondern das Vermögen, das wäre eine innerhalb der Forbes 200 ungefähr. Also nur mal, damit man eine Vorstellung hat, in welchen Gefilden da mittlerweile Steuern abgeführt werden. Und nun ist es einfach so, dass Elon Musk einen Großteil seines Vermögens einfach in Aktien eben hält und durch eben diese realisierten Kursgewinne dann zum Beispiel durch Aktienoptionen, die ausgeübt werden und dergleichen, eine entsprechende Steuerlast eben erfährt und dann Aktien verkaufen muss. Und das läuft jetzt ausgehend von dem unglaublichen Umfang. Also es ist 10% seines Stakes, den er hat jetzt verkaufen müssen. Das sind Aktien gewesen, einfach Aktienpakete, die auf den Markt gegeben worden sind, die potenziell zu diesem Abgabedruck über die letzten Wochen mit beigetragen haben. Neben dem Umstand, dass es auch grundsätzlich durch eben anziehende Inflationserwartungen und dergleichen, auch durch diesen sehr, sehr starken, fast vertikalen Kursanstieg nach dem Ausbruch, starke Earnings, dann kommt dieser sogenannte Herz-Deal, der da eben hier diese Bewegung mitgetrieben hat oder getragen hat. All das hat für eine Extension gesorgt. Die Chance-Risiko-Verhältnis technisch, es hat unattraktiver werden lassen, auf diesen Niveaus long zu sich zu positionieren. Und in diesen Spike auf der Oberseite hat Musk dann eben hier in diesem Zusammenhang begonnen, diese Position jetzt abzustoßen. Was natürlich nett formuliert, ziemlich smart war. Und hat diese Korrektur mit auf den Weg gebracht. Aber diese Korrektur in der Größenordnung von 30%, wenn man sich das im Kontext anschaut, was dort potenziell noch an Wachstum für oder was sich an potenziellen bullischen Katalysatoren für das Jahr fundamental Natur, sofern das übergeordnete Umfeld ruhig bleibt, es nicht zu einem Market Sellout kommt und dergleichen, innerhalb dessen aber immer noch Tesla wahrscheinlich ausgehend von diesen starken fundamentalen Zahlen sehr stark performen sollte dann in der Relation. Nicht, dass Tesla sich Abgabedruck entziehen könnte, aber es würde nicht so stark wahrscheinlich sich widerspiegeln im Portfolio. Es gibt einfach infolgedessen mehrere Gründe jetzt diese Region, um eben $900 als Chance-Risiko-Verhältnis technisch unglaublich attraktiv eben zu sehen. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir jetzt relativ zügig sogar dann das Jahr oberhalb von $1.000 eben beschließen könnten. Es machen sich auch jetzt in der Vorbörse schon erste Zeichen wieder eines sehr, sehr starken. Oh, Wahnsinn. Ich habe gerade, als ich drauf geguckt hatte, da waren wir bei $940. Also das ist jetzt die Vorbörse, die wir hier sehen. Jetzt stehen wir schon bei 960. Ja, also es ist ultra stark und es zeigt jetzt auch, jetzt kommt vielleicht so ein typischer Chasing-Moment einfach, wo du auch merkst, da musst du wirklich aggressiv in diesem Bereich einfach willens sein zu kaufen, vor dem Hintergrund dieser unglaublich starken Reversal. Nicht, dass das nicht wieder abverkauft werden könnte. Also wichtig in dem Zusammenhang, das hatten wir auch schon gesehen, schon diverse Male eigentlich. Hier kommt dieser vertikale Kursanstieg, das war noch Anfang November, dann kommen eben diese Abschläge. Hier der erste Drop unter die 1000, Reversal innerhalb kürzester Zeit über $200. Das waren in wenigen Minuten, Querstrich, 2 Handelstagen. Dann kam nochmal ein Flush auf der Unterseite. Auch wieder eine unglaublich starke Reaktion, die uns dann über 1200 geführt hat. Also das heißt, noch ist hier diesem bärischen Drive nicht unbedingt. Das Handwerk gelegt, so möchte ich das mal vielleicht nennen, aber eine Eröffnung oberhalb dieser Abwärtstrendlinie und wie gesagt, ein Close auch oberhalb von vielleicht 980, vielleicht dann rund gesprochen oberhalb von $1.000 wäre ein klar stark bullisches Signal, was dann auch im Zusammenhang mit diesem übergeordnet günstigen Bild, was ich gerade für den Nasdaq zum Beispiel skizziert habe, durchaus den Weg ebnet für einen tiefen Lauf zurück über die 1000er Marke, relativ zügig tatsächlich gegen diese 900er Region hier, die wir zu sehen bekommen haben. Einfach deswegen, weil das hier, diese Korrekturbewegung und diese Sell the Bounce Herangehensweise einfach sehr, sehr gut korrespondiert, besonders wenn man das abgleicht mit eben diesen auf den Markt gegebenen
Aktienpaketen, die Musk dort entsprechend abgestoßen hat. Also man kann das hier wirklich ganz genau aufgeschlüsselt nachvollziehen. Ne? Das ist eine Person öffentlichen Rechts bzw. CEO und demnach gibt es da ganz transparente Ausführungen dazu, wie der Aktien verkauft, Ankündigungen. Das muss alles ganz sauber ablaufen und dadurch ist es möglich, tatsächlich diese Aktienpakete und diese Verkaufswellen, die Tesla jetzt über die jüngere Vergangenheit getroffen haben, einfach dem zuzuordnen. Und gestern sollen das wohl die letzten Shares gewesen sein, in der Größenordnung, glaube ich, von etwa einer halben Milliarde, glaube ich, die da nochmal im Gegenwert, die abgestoßen worden sind. Und die dann eben jetzt hier dazu beitragen, dass man eben aus dieser Perspektive einen Abgabedruck eher abnehmen sieht. Und jetzt hast du natürlich CRV-technisch nochmal mit einem Kursziel, also wenn man alleine diese Projektion hier von Gary Black, das ist ein Momentum-Investor, also hier kann man es sehen, das ist ein Future Fund Managing Partner. Und in dem Zusammenhang, der ist fundamental unglaublich gut und breit aufgestellt, besonders im Hinblick auf Tesla, durch eben den Wachstumsausblick und dadurch, dass die Aktie sehr heiß ist. Der hat durch seine Kalkulationen aktuell ein Kursziel im Bereich um 1400 Dollar. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das noch verhältnismäßig konservativ ist. Aber wenn du dieses Kursziel zu diesem Kursziel kommst und das als allgemeingültig auch seitens diverser Analysten bzw. Hedgefondsmanager und so weiter erachtet wird, dann erklärt sich auch, was damit gemeint ist, wenn ich sage, oder generell, wenn man hat hören können, dass wir um 1200 Dollar einfach CRV-technisch unattraktiv uns bewegen. Vor dem Hintergrund eben, dass wir fürs Jahr wiederum zurückgerechnet, zum Beispiel bis hier Januar, zu diesem Zeitpunkt nahezu eine Verdoppelung wieder des Aktienkurses von Tesla eben tatsächlich hatten. Also 100% gelaufen bis zum Bereich der Jahreshochs. Kursziel ausgehend von den Fundamentals, Bereich 1400 Dollar. Jetzt setzt das voraus natürlich, dass dann nicht irgendwie auch darüber hinausgehend noch irgendwelche Spekulationen oder Exzesse, spekulativen Exzesse oder dergleichen sich da darstellen und dass wir dann nochmal deutlich dieses Ziel eben überschießen. So ähnlich wie wir das hier vielleicht dann auch im Jahr 2020 zu sehen bekommen haben, aber CRV-technisch einfach unattraktiv. Und wenn du jetzt allerdings einen Rücksetzer in Richtung der ehemaligen Hochs um 900 Dollar an der Stelle siehst, dann sprechen wir wiederum vor dem Hintergrund dieser starken Fundamentals und dass wir schon nahezu 30% korrigiert sind jetzt, wiederum von einem Bereich, gegen den sich Long-Engagements in einem weiterhin ganz klar etablierenden Aufwärtsmomentum eben anbieten. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist eine ultra starke Reaktion gegen diese Reaktion. Und sofern wir es jetzt schaffen, über 980 bis 1000 zu schließen, ist das potenziell ein ganz klarer Change in Character. Die Bullen sind dann wieder ganz klar im Driver Seat, also das heißt, haben den Vorteil auf ihrer Seite und ein tiefer Rücklauf über 1000 Dollar, vielleicht sogar ein zügiger Lauf, wenn das übergeordnete Bild mitspielt, Richtung der Allzeithochs, ist dann vielleicht sogar in den kommenden Monaten recht zügig tatsächlich sogar realistisch. So, das also zu Tesla. Ich will mal ganz kurz in die Chatbox schauen, bevor wir uns hier noch einem anderen Titel, der gestern sehr stark performt hat. Ich habe ein bisschen Pech gehabt. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Aber bevor ich da reinschaue, einen Moment, gucke ich mal kurz in die Chatbox. Ja. Frage: Fieberst du schon dem neuen Novavax-Impfstoff entgegen? Also ich habe ihm, wir beziehen uns mal auf den Markt. Ich habe dieser Zulassung der EU dahingehend entgegengefiebert, dass ich einen Trade in Novavax ablaufen lassen. Ich hatte den auch in der Discord-Community, hatte ich den kurz angerissen. Ich habe keine Level genannt und dergleichen, aber es hat sich an der Stelle hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ich habe allerdings ausgehend von den jetzt jüngsten Entwicklungen, die sich in Novavax in der Aktie dargestellt haben, die Position gegeben, weil auch der ursprüngliche Plan meinerseits war, dass ich sehen wollte, wie sich die Price Action darstellt im Hinblick eben auf solch eine Zulassung, wenn die dann über den Ticker läuft. Ich hatte in dem Zusammenhang durchaus dem Schirm nicht nur, dass sie stattfindet, sondern dass dann auch in diesem Zusammenhang nochmal so ein bullischer Push stattfinden könnte. Aber was mich jetzt, enttäuscht ist das falsche Wort, aber zumindestens mal, was mich zutiefst irritiert, ist, dass kein Follow-through stattgefunden hat. Also diese Zulassung, das hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen. In den Medien ist es ja auch hoch und runter gelaufen. Dadurch ist es relativ heiß geworden, das Thema. Haben wir ein Gap abgesehen, welches uns über diese Hochs geführt hat, welche wir Ende November hier zu sehen bekommen haben. Diese Hochs damals im November, dieser Drive über die 200er-Marke in Novavax, aber auch beispielsweise in Moderna oder Pfizer, BioNTech und so weiter, alle Impfstoffhersteller, ist natürlich begünstigt gewesen durch das Auftreten der Omikron-Variante und dass in dem Zusammenhang natürlich Spekulationen dann sich entfalten, wer jetzt am ehesten davon profitiert. Und dann kam es allerdings zu einem ganz interessanten Move, nämlich dem, da kam ein bullischer Drive auf und dann anschließend sind wir sehr scharf verkauft worden und haben die 200 nicht halten können. Haben eine sehr tiefe Korrektur gesehen
Es ist eine unfassbare Volatilität in der Aktie. Ja, also ich habe die gesamte Bewegung hier an der Stelle, habe ich im Grunde genommen ausgesessen und konnte das aussitzen, weil ich einen ziemlich guten Entry tatsächlich gefunden hatte. Aber nichtsdestotrotz, das war schon ganz schön schmerzhaft, wenn du siehst, hier in diesen Gefilden, dass sich dein ursprünglicher Trade aus solchen Gefilden eben tatsächlich dann derart wieder zurück entwickelt und einen Großteil deiner bis dahin aufgelaufenen Buchgewinne eben tatsächlich erstmal wieder siehst, sich in Luft aufzulösen. Es war auch eigentlich geplant, für eine längere Zeit an der Stelle diese Position zu halten. Allerdings, wie gesagt, ich wollte das an der Stelle abhängig davon machen, wie eben diese Zulassung stattfindet. Also das war erstmal so ein erster, in Anführungsstrichen, Meilenstein. Und jetzt ist diese Zulassung eben dann kommuniziert worden. Es gab eine sehr starke Reaktion. Also Impfstoffhersteller haben sich grundsätzlich, besonders Novavax hat sich erholen können. Es gab diesen Drive hier zurück. Und wir haben dann in der Spitze eben hier bei 245, $250 Roundabout eben tatsächlich bereits in der Vorbörse am Dienstag, nee, Entschuldigung, Montag gehandelt. Und jetzt haben wir mit dem Gap Up eröffnet an der Stelle. Und ich hatte zwei Level, an denen ich mich orientiert habe. Erstmal der Schlusskurs von letzter Woche Freitag. Also das heißt Bereich hier um 2,20, beziehungsweise eben auch die Hochs, die wir hier auf diese Omikron-Spekulation zu sehen bekommen haben. Also 2,20, 2,30. Den Bereich will ich eigentlich gehalten sehen. Und naja, also ich hatte das auch zum Thema gemacht übrigens. Also ganz kurz, ich will das mal ganz kurz hier zeigen, beziehungsweise bevor ich es zeige. Manchmal folgendes, ich teile hier einmal kurz den Link. Da kann man das dann auch danach nochmal nachlesen. So, Discord. So, und was haben wir jetzt hier? Glaube durchschnittlich Analystenkurs hier. Genau, also da war nochmal eine Frage dann zu Novavax. Also ich war nicht der Einzige hier, der Angel-ID zum Beispiel oder auch der Madvoter Investing zum Beispiel, die haben beide hier auch Novavax offensichtlich gespielt an dieser Stelle. Und hier, NVAX mit Gap Close. Jetzt muss die 220 gehalten werden, habe ich dann geschrieben am Montag. Dann wäre meine Einschätzung nach eine interessante Region für ein Swing Long. Und Swing Long wäre tatsächlich im Bereich gewesen. Ich habe im Hinterkopf dieses durchschnittliche Analystenkursziel von 2,75 gehabt, beziehungsweise auch nochmal von 300. Das heißt also, ich hätte zu meiner Kernposition, die ich schon seit langer Zeit eben halte, hätte ich dann eventuell nochmal sogar hinzugenommen. Aber, und genau das ist der Punkt, dieses Gap konnte nicht gehalten werden. Ganz im Gegenteil, wir sind dann hier, kann man das sehr deutlich erkennen, unter 2,20 gerutscht und haben dann auch in den Abend hinein, haben wir deutlich einen Abgabedruck gesehen, fast im Bereich der Tagestiefs geschlossen und haben gestern dann sogar mit einem Gap Down eröffnet. Und das hat mich dazu veranlasst, gleich zum Open die Position zu geben, um, oh, ich weiß es gar nicht mehr, 192, 194, irgendwie so in dem Dreh, also hier so, in diesen Gefilden habe ich die Position dann eben tatsächlich abgestoßen, hat immer noch für einen attraktiven Profit gereicht, aber die Position hätte ich nur dann längerfristig gehalten, in Erwartung auch auf die 275, 2 oder 300er Region, beziehungsweise auf der Oberseite und somit damit Region Allzeithoch fast hier. Hätte ich nur dann halten wollen, wenn auch hier wirklich Käufer reingekommen wären, die mir dann gezeigt hätten, das ist jetzt eine interessante Bet einfach, weil einfach vielleicht sich ein ähnlicher Verlauf darstellt wie beispielsweise bei Moderna. Das ist ein potenzieller Game Changer, weil eben jetzt mit Novavax ein neuer Impfstoffhersteller reinkommt, der vielleicht dann eine Tür öffnet. Es ist ja kein Totimpfstoff, das muss man dazu sagen. Also das war jemandem eigentlich von Anfang an klar. Wirklicher Totimpfstoff ist der von Valneva wiederum. Die Aktie, die sich übrigens erstaunlich stabil hält hier an der Stelle. Ja, also der wirkliche, in Anführungsstrichen, Game Changer für die Skeptiker in Bezug auf die mRNA-Impfstoffe dürfte eher Valneva hier an der Stelle sein. Aber also zurückkommen nochmal auf Novavax. Dass du hier kein Follow-through siehst und eine Stabilisierung oberhalb von $200, sondern stattdessen so ein tiefes Eintauchen nochmal siehst, ist meiner Einschätzung nach eigentlich jetzt kein so starkes Signal. Also hier wollte ich jetzt wirklich sehen, dass dann diese Tiefs um 120 Roundabout, dass die gehalten werden können, diese Trendlinie, die sich hier herauskristallisiert, vielleicht gehalten hat, werden können und dass wir dann oberhalb auch von 230, vielleicht 250 sogar in der Lage sind, entsprechend eben uns zu stabilisieren, Tagesschluss sehen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal ähnliches Momentum vielleicht aufkommt, so ähnlich wie wir es in Moderna gesehen haben, wo wir dann auch diesen vertikalen Kursanstieg zu sehen bekommen haben hier, der allerdings wiederum auch getragen worden ist im Juli an erster Stelle durch die Aufnahme wiederum von Moderna in den S&P 500 zum Beispiel. Dadurch, dass Portfolio Manager ihr Portfolio haben entsprechend ausrichten müssen und dergleichen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Novavax eher verwehrt bleibt. Also auch wenn die marktkapitalisierungstechnisch sicherlich einiges an Aufschlägen im Vergleich zu den Niveaus aus dem Januar 20 zu sehen bekommen haben.
die Aktie noch bei rund 4 Dollar notiert. Ja, stand auch diverse Male. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir in diese Gefilde vorstoßen. Also wir haben durchaus schon häufiger mal solche Läufe gesehen, Impfstoffhersteller, der besonders auch im Nicht-Bereich nur Covid-Impfstoffe, sondern beispielsweise Borreliose wohl sehr, sehr aktiv ist und da auch ein potenzielles Nischenprodukt eben tatsächlich anbietet. Und wie gesagt, das ist eben etwas, wo ich dann sage, da hat mRNA einfach wahrscheinlich langfristig ein wesentlich größeres Wachstumspotenzial, weswegen dieser Trade dann auch entsprechend ausgehend von der Price Action dieses Feedback geben müsste, dass er sich längerfristig eignet. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, einer Volatilität, wenn wir um 2,50 im Hochhandel und dann jetzt gestern im Tief bei 175 und das sind zwei Handelstage, dann hast du eine Volatilität einfach auch in deinem Investmentportfolio, welches du, also das sind langfristige Überlegungen dann an der Stelle, die ich persönlich jetzt nicht so erquickend finde. Ich glaube, da ist ein Switch dann beispielsweise in einen High-Beta-Stock, aber nichtsdestotrotz immer noch einen sehr, sehr soliden Wachstum, beispielsweise eine Tesla, um ein Vielfaches angemessener gegen die 900er-Region. Einfach um da auch in gewisser Form die Volatilität eben gegen oder aus der Investment-Kapitalkurve eben tatsächlich hinauszubekommen. Also aus der Perspektive, ich fieberte dem Impfstoff aus der trading-technischen Perspektive entgegen und habe jetzt eben meine entsprechende Rückschlüsse daraus gezogen und habe eine Handelsentscheidung getroffen, um die Frage dahingehend zu beantworten. Ein isoliertes Feedback zu Gary Black. Also den ziehe ich heran, weil der einfach unglaublich interessante fundamentale Einschätzung einfach teilt. Ja, welche Rückschlüsse du dann für dich daraus ziehst an dieser Stelle, das hängt ja dann von dir ab. Aber ich finde das eine gute Informationsquelle einfach angeblich. Also ausgehend von welcher ich eben dann meine Rückschlüsse ziehe an der Stelle. Also wenn man jetzt in dem Zusammenhang, was schreibst du? Warte mal kurz, ich lese mal. Schiebt Downs und Katalysatoren nach hinten bzw. streicht sie und das hat keine Auswirkung auf sein Price-Target. Okay, vorher Katalysator Tax Credit, jetzt wo der wegfällt, ist es bullish, dass es wegfällt, weil die anderen aber nicht profitieren und so weiter. Also so genau verfolge ich ihn nicht, welche Rückschlüsse er da jetzt aus der Price-Action-technischen Perspektive draus zieht. Ja? Dass das dann irgendwelche Anpassungen erforderlich macht oder sonst dergleichen. Ich nehme einfach nur diese Informationen, kombiniere sie mit meiner persönlichen Einschätzung, mit dem, was ich als Vision dann auch aus investmenttechnischer Perspektive jetzt daraus ziehe oder kurzfristig, was ich aus tradingtechnischer Perspektive daraus mache und ziehe meine eigenen Schlüsse. Ich gehe davon aus, dass der in gewisser Form schon weiß, wovon er redet. Ja, man kann sicherlich zu anderen Ausschlüssen kommen zu anderen Rückschlüssen kommen. Das nehme ich auch nur als Orientierung, Price Target, aber es trifft sich beispielsweise relativ gut mit, ganz kurz, ich gehe mal eben auf Tesla, wenn wir uns hier mal die wichtigen Kennzahlen anschauen, da haben wir Zugriff zu, hier haben wir zum Beispiel ein durchschnittliches Kursziel von 985 Dollar, ausgehend von den Analysten, die befragt werden, die dann auch in diesem PDF hier, welches über die MarketSix-Plattform eben verfügbar ist, sich angeschaut werden können. Und dann ist das ganz Interessante eben, dass es ja ein Durchschnitt ist, der sich wiederum ergibt mit der höchsten Schätzung aktuell der befragten Analysten von 1580. Und ich glaube, ausgehend, wie gesagt, von diesen diversen fundamentalen Kennzahlen und auch diesem potenziellen Underpricing und dem Potenzial, den diese Gigafactories im Hinblick beispielsweise auf die Auslieferung von Elektromobilen haben, dass das eher ein Ansiedeln im oberen Bereich dieser Analysteneinschätzung eben ermöglicht. Also dass man zu diesem eher bullischen Schluss eben tatsächlich kommt und da sich dieses Kursziel wiederum, was er ausgibt mit 1400 Dollar, mit dieser Einschätzung zum Beispiel ganz gut deckt, denke ich, dass das aus CRV-technischer Perspektive einfach interessant ist. Aber nochmal, also wie auch immer man dann an der Stelle dazu steht und die Anpassung und dergleichen so detailliert folge ich dem tatsächlich nicht. Also ich gucke mir an, wie die Einschätzung hier ist, muss mir das an der Stelle nicht alles zwangsläufig selber raussuchen, sondern das sind ja frei verfügbare Informationen, die da eben zusammengetragen werden und ziehe dann entsprechend meine Schlüsse eben entsprechend aus der Price-Action hier. Ich glaube, er hat auch vor kurzem jetzt zum Beispiel, er hat gar nicht so einen tiefen Drop gesehen, 900 Dollar, glaube ich, er hatte nur 1000. Ich hatte für mich ganz, ganz klar, ganz konkret eben formuliert gehabt, dass ich einen Test der 900er Region sehen wollen würde für eine längerfristige Position. Den gab es jetzt und folglich führe ich dann auf meinem Gameplan aus. So, also das ganz kurz zu Tesla. Gucken wir mal ganz kurz auf Micron. Micron hat gestern einen sehr, sehr starken
Tagesschluss gesehen und eignet sich heute nach den sehr starken Earnings und dem Gap Up, was wir gestern hier zu sehen bekommen haben, meiner Einschätzung nach für ein sogenanntes Second Day Play. Was mich ein bisschen ärgert ist, das habe ich gestern hier auch geschrieben. Ah, da kann man das sehen. Ich hatte ein Limit auf die 87 gelegt gehabt. Mein Gameplan ursprünglich, wenn man ein bisschen nach oben scrollt, kann man sehen, hatten wir eigentlich auf der, hatte die 86 zum Thema gemacht. Ich habe dann das angepasst, ausgehend der vorbörslichen Action, wo wir uns sehr, sehr stark präsentiert hatten in Micron. Ich will es mal ganz kurz hier zeigen. Wo sind wir denn? MEMU 5. So. Also, da kann man sehen, dieses Gap wurde gehalten. Da war die 87, das war das Zwischentief, was so dann in der Nachbörse auf die Earnings ausgebildet worden ist, was auch dann hier in den frühen vorbörslichen Minuten hat gehalten werden können. Und dann haben wir einen relativ starken Drive gesehen auf der Oberseite, der uns gleich fast in Richtung der 90 geführt hat. Und ich hatte dann auf die 87, auf dieses potenzielle Tief des vorbörslichen Handels Limit gelegt gehabt, das ist aber leider nicht ganz geholt worden. Wir sind im Tief gehandelt worden bei 87,34 Geld und dann von dort aufgedreht und Richtung der 90. Deswegen hat mich das gestern ein bisschen geärgert. Also da habe ich kein Trade, kein Daytrade, kein Intraday-Trade gehabt, eben an der Stelle. Das war ein bisschen ärgerlich, aber das ändert nichts daran, dass ich nicht weiter die Aktie dann für heute eben durchaus als interessant erachte. Was wir nämlich zu sehen bekommen haben, ist, MU, also Micron, hat eine ATR für die letzten 22 Handelstage von 2,70 $. Und was ich mache oder Phil sehen muss, damit sich die Aktie für einen Second Day Play hier an der Stelle anbietet, besonders auf starke Earnings ist es dann, das gleiche gilt bei schwachen Earnings, aber wir spielen es hier von der Long-Seite, ist, dass ich sehen möchte, dass die Handelsspanne für den Tag mindestens eine ATR eben war. An der Stelle von 87,36, 87,35 im Hoch gehandelt worden, hier bei 91,18. Also das heißt, etwas weniger als 4 Dollar. Das ist also 2,70 $ ist die ATR, die ist also erfüllt, dieses Kriterium. Und dann möchte ich sehen, dass wir im Bereich der 25% des Hochkurses schließen. Also das bedeutet, wenn jetzt, ich zeichne es mal auf, Editor, so, also ATR 22, 2,70 $, dann sehen wir, dass wir auf der 87,34 bis 91,18 gehandelt werden. Das ist eine Differenz von 3,82, richtig? Im Moment 16,384. 3,84. So, und von den 3,84 rechne ich jetzt 25%. Ne, Moment, das ist der falsche. Mal 25%. Da sind wir bei 3,84 mal 25%, 96 Cent. Das bedeutet also, ich möchte maximal sehen, dass wir 96 Cent unterhalb dieser Hochs schließen, bei 91,18. Das bedeutet also bei 90,22. Wir sehen hier, der Schlusskurs gestern, kann man hier auch sehen, ist 90,68. Also das bedeutet, dieses Kriterium ist erfüllt. Wir haben diese ATR gesehen. Wenn wir jetzt nochmal auf Micron hier bei Finviz auch einen Blick werfen, gestern logischerweise im Bezug auf die Earnings haben wir 57 Millionen, 57,5 Millionen Stücke gehandelt gesehen, bei durchschnittlich 18,27, also mehr als das Dreifache. Dieses Kriterium ist also erfüllt. Starke Earnings ist erfüllt und das ist jetzt hier der Blick auf eben den Daily an dieser Stelle. Wir sehen eben einen Ausbruch aus dieser Range. Erinnert euch dran. Ich hatte gestern gesagt, das ist für mich eigentlich so der Schlüssel vielleicht, in Anführungsstrichen, welcher weitere Bullishness versprechen könnte, dürfte, wenn wir oberhalb von 87 schließen. Und naja, wir haben die 87 sehr deutlich halten können. Wir sind kurz rangelaufen in diese Gefilde. Aber wir sind, wie gesagt, haben sehr deutlich oberhalb schließen können. Ein bisschen tiefer vielleicht ziehen hier. So, das war der Bereich ungefähr. So, also haben einen sehr starken bullischen Breakout zu sehen bekommen. Und das wiederum öffnet jetzt die Tür für weitere Aufschläge bis in Gefilde 95, vielleicht sogar 97 auf der Oberseite. Auch begünstigt sicherlich durch das übergeordnet günstige Bild. Also sprich, lange Rede, kurzer Sinn, die Long-Seite ist in Micron meiner Einschätzung nach weiter ganz klar zu favorisieren. Und das Höchste der Gefühle vielleicht ist, dass wir einen kleinen Flush zur Eröffnung zu sehen bekommen. In dem Zusammenhang vielleicht einen Test nochmal der 90. Robben uns so ein wenig ran. Vielleicht gibt es einen kleinen Flush.
Vielleicht in kleinen Flaschen Richtung der 89er Region, müssen wir mal abwarten. Aber summa summarum, glaube ich, haben wir sehr, sehr gutes Potenzial hier. Sollten wir die 90 ganz besonders halten können, dann nach oben nochmal Bullishness aufzunehmen. Und ja, wir haben potenziell eigentlich einen sogenannten Trade to hold until reason to sell. Also das bedeutet, ich möchte an der Stelle eigentlich bei solch einem Flush und Halten der 90 die Position halten. Würde vielleicht gegen die 92 einen Teil der Position rausnehmen. Können wir kurz gucken. ATR-technisch, das dürfte gestern durch diese etwas breitere Range wahrscheinlich sich ein bisschen aufgezogen haben. Gestern zu Beginn waren es noch 2,70. Wo sind wir jetzt? 22. Oh, Moment, das 30-Minuten-Chart. Guten Tag. Ja, 2,99. Also das bedeutet, wenn wir eine ATR, na, 50%, zwei Drittel ATR, ja. Wenn wir die 92 anlaufen, glaube ich, dann könnten wir einen Teil des Risikos rausnehmen, sollte die 90 gehalten werden. Maximal 50%, den Rest, den würde ich wahrscheinlich halten. Den würde ich swingen, vielleicht über die kommenden Tage auch mit Ziel, vielleicht sogar der 95er Region, dass wir da in diese Gefilde uns aufmachen und dass wir so ein Chasing zu sehen bekommen, einfach durch auch die jetzt die soliden, den soliden Wachstumsausblick, den eben die entsprechend die, die Firma, also Micron, gegeben hat. Tatsächlich trotz dieses Halbleiter-Semiconductor-Engpasses, den wir da ja häufiger zum Thema gemacht sehen. Ja, also potenziell Micron, alle die Gedanken, die ich jetzt hier kurz zusammengetragen habe, wie gesagt, die werde ich nochmal ordnen und werde die entsprechend in der Discord-Community hier einmal zum Besten geben. Da habt ihr dann nochmal einen entsprechenden Plan. Die Aktie, sonst habe ich eigentlich keine Plays für heute auf dem Schirm. Also klar, übergeordnet, wie gesagt, Tesla könnte interessant werden, Rückerung der Tausender und dergleichen. Aber hauptsächlich liegt mein Fokus also hier eigentlich auch nur auf dem Titel, auf Micron, infolge der gestrigen Price Action und der Earnings, die da gestern reingelaufen sind. Werfen wir noch einen Blick einmal auf Gold. DAX relativ unspektakulär. Ihr seht, nahezu unverändert eigentlich hier. Das ist nicht wirklich interessant. Also da warten wir tatsächlich auf die US-Märkte. Euro-US-Dollar konsolidiert gegen die 1,13. Das sieht imposanter aus, als es ist. Das sind 10 Pips gewesen jetzt, aus welchem Grund auch immer. Wir sehen, summa summarum ist das ein choppiges Treiben, welches wir hier zu sehen bekommen. Sicherlich interessant deswegen, weil wir eigentlich in den Jahresschluss hinein eine bullische Saisonalität im Euro eben vorfinden. Und wenn der Euro jetzt hier nicht wirklich in der Lage ist, die auszuspielen, in dem Fall dann die 1,14 zurückzuerobern, sondern er hier sich konsolidierend präsentiert, ist das kein großes Zeichen von Stärke. Also das könnte besonders unangenehm zum Jahresbeginn werden, dass wir im Euro gegenüber dem US-Dollar nochmal eine ernsthafte Attacke auf die 1,12 zu sehen bekommen. Also derzeit ruhig, tradingtechnisch nicht sonderlich attraktiv, aber nichtsdestotrotz, früher oder später, besonders vor dem Hintergrund der aktuell relativen Schwäche im Euro, die wir sehen, ist realistisch, dass wir einen Break unter die 1,12 zu sehen bekommen. Der uns dann vielleicht sogar recht zügig auch in Richtung der 1,10er Gefilde gleich zum Jahresbeginn führen könnte. Zunächst einmal wäre dieses bärische Szenario hinfällig, nur kurzfristig. Allerdings sollten wir über die 13,60, 13,70 brechen. In diesem Zusammenhang wäre dann ein Test der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung hier denkbar. Lauf zurück über die 1,14, aber derzeit muss ich sagen, ist das ein sehr, sehr optimistisches Szenario. Also es sieht wirklich echt schwach aus, was der Euro uns hier gerade präsentiert. Ein Blick einmal auf Gold. Harte Dinge, die da kommen, muss man ganz klar sagen. Also wir konsolidieren hier gegen diese Region, die ich als Long Trigger eben ausgemacht habe. Aber es kommt keine wirkliche Bullishness auf. Desto näher das Weihnachtsfest jetzt kommt und desto mehr die Volatilität rausgeht, desto unwahrscheinlicher, dass wir stark gegen diesen Bereich aufdrehen. Also wir sind saisonal immer noch recht günstig für Gold oder Edelmetalle generell, auch für Silber. Silbertechnisch aber vielleicht noch ein bisschen eher, weil wir uns oberhalb von 22,50 halten können. Aber was mich halt stört, ist ja, dass auf diese aktuell fundamentalen Entwicklungen, auch besonders auf die Volatilität eben im Hinblick jetzt auf die 10-jährigen Zinsen zum Beispiel, Inflationsspekulationen und dergleichen, keinerlei Impulse geliefert werden, die irgendwie ein höheres Interesse seitens des Marktes irgendwie suggerieren. Also wir schaffen es nicht wirklich, uns hier gegen diesen Bereich abzustoßen, obwohl jetzt eigentlich besonders im Anschluss an die Fed und den Taper eine sehr starke Reaktion stattgefunden hat. Und schauen wir mal. Vielleicht liefern heute Nachmittag, ich hatte es gerade eben angerissen, vielleicht liefern heute Nachmittag um, ich glaube, 16 Uhr unserer Zeit ist das. Ja, GMT, 3 p.m., also 16 Uhr unserer Zeit. Da kommen die Existing Home Sales, die veröffentlicht werden. Werden erwartet in 6,52 Millionen, oberhalb dessen, was vorher veröffentlicht worden ist.
Das ist irgendwie potenziell ein fundamentaler Katalysator deswegen, weil das wird hier verwiesen von seitens desjenigen, welchen der da der Chefökonom ist von der National Association of Realtors, okay. Der schreibt hier, oder beziehungsweise der gibt an, Home Sales remain resilient despite low inventory and increasing affordability challenges. Inflationary pressures such as fast rising rents and increasing consumer prices may have some prospective buyers seeking the protection of a fixed consistent mortgage payment. Also der verweist auf genau das, was ich auch schon mal sagte, im Hinblick auf die jüngst veröffentlichten existing Home Sales oder generell Immobilienpreisentwicklungen. Wo ich sagte, dass man im aktuellen Umfeld, besonders in einem Umfeld, wo Inflation anzieht, beziehungsweise an der Stelle sich anziehende Zinsen abzeichnet, dass man einfach jetzt in Anführungsstrichen versucht, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen, eben ein fixes Payment in Bezug auf Hypotheken, Darlehen und dergleichen eben zu erreichen und ausgehend hiervon eben dann sich dieser starke oder eine stärkere Nachfrage widerspiegelt. Das ist zwar erst zwischen den Zeilen erkennbar, aber suggeriert anziehende Inflationserwartungen seitens des Marktes, die könnte man dort durchaus hineininterpretieren. Das setzt aber zeitgleich voraus, dass wir nicht nur diese anziehende Inflationserwartung sehen, sondern dass wir, ausgehend vom Umstand, dass eben Gold positiv oder an der Stelle negativ ist es eher zur Realverzinsung verwandelt ist, also eine fallende Realverzinsung sorgt für steigende Goldpreise, Verzeihung. Das ist etwas, was ich vielleicht einen Trigger liefern könnte, aber ausgehend von dem jetzt eher irrevolatiler Umfeld eher unspektakulärer sich wahrscheinlich darstellen dürfte. Also wenn wir schon nicht in der Lage sind, wirklich erhöhte Volatilität oder substanzielle Breakouts auf solche News-Events wie beispielsweise die Fed zu sehen zu bekommen, wie letzte Woche, ja, eine sehr starke Reaktion, das steht außer Frage. Das sind 60 Dollar, das ist eine nicht zu unterschätzende Bewegung, aber nichtsdestotrotz, ein substanzieller Breakout ist ausgeblieben. Da muss ich sagen, da muss man schon viel Fantasie haben, jetzt einen Break hier durch die Existing Home Sales eben zu sehen. Vielleicht in der Notfrist auch wir fliegen als Trader, vielleicht kriegen wir trotzdem einen Impuls zu sehen, man sollte es im Hinterkopf behalten. Aber ich glaube, dass uns hier eher ein relativ ruhiger Jahresausklang wahrscheinlich in Gold bevorsteht und die technischen Level nach oben eben erstmal zu überwinden bleiben für weitere Bullishness. Also sprich, dass wir über 1810 bzw. über 1830 diesen rotfarbenen Kasten uns eben bewegen. Silber technisch ein bisschen spannender. Deswegen, weil hier der ein oder andere wird vielleicht dort potenziell eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation erkennen, beziehungsweise ein Trendbruch, der sich hier herauskristallisiert. Wir haben bis jetzt es nicht geschafft, die 23 rauszunehmen. Wir brauchen natürlich übergeordnet, besonders auch seitens Gold, dann an der Stelle vielleicht einen Treiber, der diesen Push nach sich zieht. Grundsätzlich ist es aber weiterhin so, wenn ich jetzt aus rein technischen Gesichtspunkten eine Handelsentscheidung treffen müsste, würde meine Wahl aktuell eher auf Silber fallen, Long, als sie auf Gold fallen würde. Long aus diesen aktuellen Gefilden, hier gegen die 22,50 mit Stop allerspätestens unterhalb hier eigentlich der 22,20, 22,15, Pi mal Daumen. Denn wenn wir unter diesem Bereich nochmal rutschen würden, dann wäre hier die Bodenbildung wahrscheinlich noch in vollem Gange und noch nicht abgeschlossen. Dann könnten wir durchaus nochmal einen Flush auch unter die 22 erwarten. Wie gesagt, das wäre so ein Level, gegen das ich hier maximal willens wäre zu riskieren. Ja. Das also noch zu Silber. Ich hatte gestern was zu Dollar gegen türkische Lira gesagt. Euro-türkische Lira habe ich keinerlei Einschätzung. Also ich vermute mal, die wird ähnlich sein wie die auch die im Hinblick eben auf Dollar-türkische Lira. Grund, warum ich das auch ungern zum Thema machen möchte, ist, weil es rein Research wäre. Also es betrifft nicht irgendwie eine Handelsentscheidung, weil es einfach zu illiquide ist. Besonders jetzt mit starker Volatilität einfach. Das ist einfach schwer kalkulierbar, das Risiko. Und deswegen ist es von der Volatilität her sehr interessant. Aber nichtsdestotrotz, aus trading-technischer Perspektive würde ich da eher mich tatsächlich zurücknehmen wollen. So wie es aktuell ausschaut, wir können noch mal einen kurzen Blick, jetzt also nicht unbedingt auf Dollar-Türkische Lira, aber hier, Entschuldigung, auf Euro-Türkische Lira, sondern auf Dollar-Türkische Lira legen, ist, dass diese Kommunikation von Erdogan, die wir gestern zum Thema gemacht hatten, Stichwort Aufhebung der Dollarisierung oder beziehungsweise Reduktion der Dollarisierung der türkischen Lira, dass das eben dazu führt, dass vielleicht die türkische Lira hier sich beginnt, eher erholend darzustellen. Ja, das könnte also auch im Hinblick eben auf die Entwicklung im Euro
zur türkischen Lira entsprechend dann beginnt eine Rolle zu spielen. Also, dass wir da eher Abgabedruck sehen. Aber tradingtechnisch würde ich mich hier wirklich vorsehen, vor dem Hintergrund dieses unfassbar volatilen Treibens und dann auch den, das bedeutet nichts anderes, als dass Liquidität nicht entsprechend gegeben ist. Du wirst wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen, bei Brokern generell Positionen einzugehen. Tatsächlich sowohl Long als auch Short, einfach ausgehend vom Umstand, dass die Liquiditätsprovider im Hintergrund einfach Schwierigkeiten haben, sich hier zu hedgen. Und das ist nicht das Umfeld, in dem wir uns eigentlich bewegen wollen. Also wir wollen hier liquide Märkte haben, bei denen wir unsere Risiken auch klar kalkulieren können. Und das ist im Falle der türkischen Lira einfach auf breiter Front egal. Also selbst wenn wir jetzt das noch am wahrscheinlich häufigsten gehandelste Lira-Cross-Pair, also Dollar-türkische Lira an der Stelle handeln, haben wir dennoch Schwierigkeiten, diese Liquidität zu finden. Und das gilt ganz besonders darüber hinausgehend dann auch für andere weniger aktiv gehandelte wie Euro-türkische Lira beispielsweise. Ja, sehr schön. Das wäre es tatsächlich dann. Das wäre es soweit meinerseits gewesen. Das wäre es auch für mich dann soweit gewesen fürs Jahr 2021. Also, wie zu Beginn bereits gesagt, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Erholt euch gut, kommt ein bisschen zur Ruhe, schaltet das Smartphone ab. Ist übrigens ein guter Plan, habe ich noch nicht ganz weiter formuliert. Der Gedanke geht mir schon seit geraumer Zeit durch den Kopf. Mal ganz eiskalt einfach das Smartphone auszuschalten. Gesamte Weihnachtswochenende vielleicht, warum eigentlich nicht? Das auch mal meiner Frau vorschlagen. Ja, wie gesagt, schöne Feiertage, besinnliches Weihnachtsfest. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Spaß, viele Geschenke und auf dass wir alle gesund bleiben, auf dass wir alle frisch, fromm, fröhlich, frei ins neue Jahr starten. 2022 wird mit Sicherheit einiges nicht nur an Volatilität in den Märkten nach sich ziehen, sondern vielleicht auch in andererlei Hinsicht einiges an Volatilität begünstigen, so wie sich die Anzeichen aktuell verdichten. Ja, soweit also meinerseits. Vergesst nicht, falls ihr es noch nicht getan habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, ganz besonders ein nach dem Subscriben, also dem Abonnieren des Kanals, auch einen Reminder zu setzen. Kriegt ihr auch eine Notification darüber, wann das nächste Morning Meeting einläuft. Ich hatte es schon zu Beginn gesagt, 3. Januar wollen wir wieder durchstarten, aber nochmal so einen kleinen unterstützenden Impuls eben liefern, dann seitens an der Stelle YouTubes ganz besonders daran erinnert zu werden. Ja, lasst gerne ein Like hier. Wie gesagt, Kommentare sind auch gerne gewünscht und bis heute Nachmittag und tauschen wir uns auf jeden Fall noch in den Märkten, zu den Märkten aus. Schreibt auch darüber hinaus, gehen gerne in die Trading-Chatbox, wenn ihr trading-relevante Fragen habt. Also zwar werde ich ein bisschen runterfahren, aber nichtsdestotrotz, ab und an werde ich mit Sicherheit mal vorbeischauen im Forum und werde dann auch entsprechende Fragen beantworten. Würde mich freuen, da von euch über die Feiertage was lesen zu dürfen. Soweit meinerseits. Also, bis ins Jahr 2022. Am 3. Januar hören wir uns wieder. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.